Morgen, ist mal wieder Zeit, was zu schaffen. Wir wollen heute die ganzen welken Blätter und die Blätter mit Mehltau entfernen. Ich habe eben schon den Rasen gemäht, eine Stunde lang. Jetzt habe ich ganz viel Grünschnitt, den ich als Gründünger hier einsetzen werde. Und nachdem ich das alles so ein bisschen gelichtet habe hier bei den Pflanzen, werde ich da das Ganze schon mal für den Herbst ein bisschen vorbereiten und gleichzeitig auch schon unsere Tomaten zu ernten. Viel Spaß beim Zugucken! Ich vermute einfach mal, dass man in dem Zeitraffer gar nicht sieht, was alles entfernt wurde, weil vorne die zwei großen Zucchini-Pflanzen das meiste wohl verdeckt haben. Deswegen zeige ich jetzt nochmal ganz kurz, was denn alles passiert ist. Fangen wir mit dem Erfreulichsten an. Wir haben hier eine ganze Schüssel voll mit Mini-Tomaten, habe ich jetzt geerntet. Die sind sehr, sehr klein, also wenn man mal guckt, die sind nicht größer als hier so ein Daumen. Das ist die runde Murmel, die wir da damals bestellt haben. Mal gucken, nächstes Jahr gibt es dann wahrscheinlich eine größere, die wir uns holen. So, hier ist jetzt alles feucht, weil ich eben noch gewässert habe. Da hinten sieht man, da ist ganz viel Luft jetzt, nachdem ich den ganzen Mehltau mal abgeschnitten habe. Und dann hier in der Reihe sind endlich die Karotten auch wieder, haben wieder Luft bekommen. Die waren ja voll mit Tomaten. Die Tomaten sind immer noch riesig, obwohl ich da ganz viele Äste schon abgeschnitten habe. Und bei genauem Hinsehen sieht man, dass überall kleine Früchte dran sind. Dann zwischendrin, was ich mit der Grabgabel gemacht habe, war hier unten, da war nämlich noch der Rosenkohl versteckt. Den habe ich jetzt hier vorne links hingepflanzt, da war ja ganz viel Platz. Ich hoffe, dass der jetzt sich erholt, der ist nämlich ziemlich angefressen, die Blätter sind ziemlich löchrig. Hier vorne die Kräuter, die sind unberührt gelassen, da habe ich nur ein paar gelbe Blätter rausgezupft. Dann haben wir die Tomaten haben wir beschnitten, da das Ergebnis haben wir ja gerade gesehen. Und hier hinten sieht man auch ganz stark, da habe ich die Zucchini beschnitten, weil hier ganz, ganz viel Mehltau waren. Und dann ist auch aufgetaucht, dass da mittendrin auch noch eine Zucchini-Pflanze ist, die eine Frucht gerade abwirft. Gewässert haben wir noch, Rasen gemäht vorher. Ich würde sagen, das reicht für heute. Macht's gut!